Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Trendradar Trendbox aus dem Monat Juni. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist eine sehr besondere Box, denn hier haben wir eine Lifestyle-Box und sie ist mit nachhaltigen Produkten bestückt, erscheint monatlich, kostet ab 27,95 pro Box und pro Monat und hier haben wir Beauty, Food, Lifestyle, Wellness, dies, das, Ananas drin, also ganz abgefahrene Produkte, wo man einfach auch mal ein bisschen auf neue Wege geführt werden darf. Und das finde ich ganz cool. Ja, ich habe einen Code, mit Claudi15 kannst du 15% auf die erste Box sparen, was ich auch ziemlich nice finde. Und ja, wenn du das 12-Monats-Abo wählst, dann bekommst du sogar nochmal on top jeden Monat ein bestimmtes Produkt noch mit hinzu. Welches es diesen Monat ist, zeige ich natürlich auch gleich. So, achso, und 8 bis 10 Produkte sind hier, glaube ich, immer so drin. Und der Warenwert ist schon immer ziemlich ansehnlich. Das kann man nicht anders sagen. Wobei der meistens durch ein oder zwei Produkte halt echt nochmal richtig in die Höhe gehoben wird. Guck dir dazu am besten mal die anderen Unboxings auch an, so die ich hier auf dem Kanal hochgeladen habe von der Box, damit du entscheiden kannst, ob die Produkte, die dann quasi in der Trendradar Trendbox so drin sind, vom Vibe her auch dementsprechend, was du auch gerne bei dir zu Hause hast. Ne? Ich habe mich übrigens eben versprochen, die kostet ab 29,95. Da habe ich quasi schon mehr oder weniger meinen Rabatt mit reingerechnet. Es tut mir leid. Hier habe ich einmal das kleine Kärtchen von der lieben Lilly. Die Box kommt aus Berlin, die wird mit Liebe gepackt und es ist eine Kooperation. Achso, und weil es eine Kooperation ist, verlose ich einfach mal in diesem Video ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier tatsächlich als Motto haben. Color your day. Das finde ich schön. Ja, den Tag etwas bunter gestalten. Man sieht es auf meinen Augen. Ich mag Farbe. Ich mag es halt auch einfach so ein bisschen bunter. Ich mag das graue Leben, diesen tristen Alltag und diesen Einheitsbrei einfach mal so ein bisschen aufzumischen. Das ist einfach so ein bisschen meine Intention. Und ich sehe es auch ein Stück weit als meine Lebensaufgabe. Und ja, finde es auch gar nicht mal so verkehrt. Dann haben wir hier einmal... auch allerhand flüssige Produkte drin. Das hat eben hier so richtig drin geschuckelt. Genau, ich stelle das mal eben zur Seite. Man kann diese Kärtchen sammeln von 1 bis 10 und bekommt eine Special Box gratis. So, Color Your Day ist hier das Motto und hier ist eine super hübsche Frau drauf abgebildet. Dann schauen wir mal, was das Trendradar Boxenteam sich so gedacht hat beim Boxenpacken. Deine Color Your Day Box. Mit dem Juni kündigt sich die schönste aller Jahreszeiten an. Der Sommer beginnt, der längste Tag des Jahres steht bevor und die Natur begrüßt dich in voller Pracht. Du erfreust dich an den üppigen Farben und genießt das Leben. Deine Trendbox im Juni bringt noch mehr gute Laune und Farbe in deinen Alltag. Dich erwarten kunterbunte, gute Laune-Produkte für dein Zuhause, erfrischende Drinks und köstliche Leckereien. Feiere den Sommer mit deiner Trendbox im Juni. Okay, ich hoffe, dass wir hier nicht zu viel Food-Produkte drin haben. Denn für mich ist und bleibt die Trendradar Box nun mal eine Lifestyle-Box und keine Food-Box. Aber wir gucken gleich einfach mal. Hier sind auch immer allerhand Sachen nochmal in dem Heftchen drin, was sich definitiv lohnt, sich das mal durchzulesen. Und dann gucken wir uns mal den Spoiler für Juli an, wo halt der Sommer nochmal richtig abgeht. Hot Hotter Beach Vibes. Sehnst du dich auch schon so nach einer erfrischenden Abkühlung wie wir? Mal gucken, ob sie irgendwann dann nötig sein wird. Die beste Erfrischung ist natürlich der Sprung ins kühle Wasser. Ob am Badesee, an der Nord- oder Ostseeküste oder am Mittelmeer. Hauptsache Sand unter den Füßen. Kriegen wir ein Kilo Sand. Ich würde es denen zutrauen. Die haben auch schon mal ein Kilo Mehl reingepackt, ne? Und Sonne im Gesicht. Weil wir unsere Urlaubsvorfreude natürlich unbedingt mit dir teilen möchten, entdeckst du in der kommenden Trendbox erfrischende und sommerliche Produkte, die deine Urlaubsvibes perfekt unterstützen und dein persönliches Strandfeeling zu dir nach Hause bringen. Ja, die gibt es dann ab 1. Juli, aber wir gucken jetzt erstmal rein, was wir diesen Monat hier drin finden werden. Und dazu lege ich mir das Heftchen hier hin, dass ich euch dann gegebenenfalls auch sagen kann, falls es Alternativprodukte gibt oder falls es irgendwie ein besonderes Special-Produkt ist. Ich starte mal hiermit, ne? Das ist so abgefahren. Also ich brauche gerade tatsächlich eine neue Mundspülung. Und das hier ist eine Paperdent Mundspülung, eine Neuheit. 83% weniger Plastik. Safe. Guckt euch das mal an. Das ist ein halber Liter. Ne? Also ich muss gestehen, dass ich tatsächlich Mundspülung auch sehr, sehr viel verwende. Und das ist ja auch immer in so einem relativ harten Plastikbehälter drin. Wenn man das in einem Tetrapack hat, ist das vielleicht nicht unbedingt so
sexy, sage ich jetzt einfach mal, ne? Wobei es auch nicht sexy ist, aus so einer Plastikflasche zu, das so zu nehmen. Ja, finde ich aber richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich auch noch nicht drauf gekommen, dass sowas tatsächlich auch in einem Tetrapack theoretisch hergestellt werden könnte. Milde Frische finde ich auch immer wichtig. Ich bin jetzt nicht so diejenige, die das sehr intensiv mag. Das ist sogar ohne Alkohol, was ich richtig gut finde. Also ich kaufe mir auch immer nur die Sensitive Variante, auch immer die ohne Alkohol Variante. Deswegen freue ich mich da richtig derbe drüber. Dann haben wir hier ein Beauty-Produkt drin und das habe ich, glaube ich, schon zweimal da. Finde ich richtig gut. Das ist The Original Makeup Eraser. Erase all makeup with just water. Theoretisch ja. Praktisch, wenn man so einen Look trägt, so wie ich heute zum Beispiel, ist das ein bisschen schwierig. Aber ich verwende das halt wirklich auch immer zusätzlich dann. Ne? Und hier ist halt so ein Tuch drin. Genau, das pinke Tuch, das habe ich halt auch da. Und das ist so schön groß. Das kann ich halt komplett, also das ist wirklich groß und das kann ich komplett so auf mein Gesicht legen und das dann so sanft runterfließen, runterwubbeln lassen. Ne? Richtig gut. Also vor allem, dass wir ja auch so ein großes Ding drin haben, finde ich großartig. Das ersetzt in der Theorie, wenn du halt nicht wiederverwendbare Watte, wiederverwendbare Waschlappen quasi nehmen würdest, 3600 Make-up Wipes. Also Leute, verwendet keine Make-up Wipes, um euer Make-up zu entfernen. Nicht nur, weil das nicht gründlich genug ist, sondern auch, weil eure Haut das nicht so geil finden wird, um ganz ehrlich zu sein. Diese Reibung da drauf, das ist nicht so gut. Ne? Macht ein entspanntes Double Cleansing oder macht das entspannt mit so einem Mikrofaser-Ding. Das, wenn man das wäscht, darf man das, glaube ich, nicht mit Weichspüler waschen, wenn ich das richtig mal im Kopf hatte. Aber hier steht auch allerhand so zu Pflege und so weiter drauf. Also, ne, das als kleiner Tipp am Rande. So, weiter geht es. Ich versuche mich hier auch wirklich jetzt mal an dem entlang zu hangeln, was hier so in der Reihenfolge im Heftchen drin steht. Mercy Handy, kennt ihr die Marke noch? Die waren damals so viel in Beautyboxen und so vertreten. Und auf einmal waren sie weg. Ne? Also ja, gut, das ist eine Peeling-Seife und Badebombe in einem. Das ist ja interessant. Violet Gin Tonic. Oha, was ist das denn? Das muss ich mir mal angucken, was wir hier so haben. Ach, das sind wirklich zwei Produkte hier drin. Okay, also wir haben... Oh, das riecht wirklich gut. Das kann man schön als Bodypeeling dann nehmen, wenn man nur ein mildes Bodypeeling möchte. Und das legt man sich dann entweder in die Seifenschale, ne, dass man das dann quasi auch am, an der Dusche hat oder so. Oder du legst es dir halt wirklich an die Badewanne, sofern du eine Badewanne hast. Riecht unglaublich gut. Du musst halt wirklich diesen Blumenduft mögen, aber es riecht angenehm. Och, ach so, okay, und dann ist hier noch so eine Erhöhung drin, dass die Badebombe und die Seife quasi auf einer Ebene sind. Die ist natürlich nochmal separat eingepackt, macht Sinn, weil sonst wird es alles rumbröseln oder halt, sobald da Wasser dran kommt, eskalieren. Das wollen wir nicht. Und da bin ich auch mal gespannt, ob diese Badebombe dann auch wirklich, ja, ordentlich was macht. Ne? Denn wie oft haben wir mal irgendwo sowas drin und da passiert einfach nichts. Oh, ich muss gleich niesen, weil das sehr pudrig riecht. Aber ich halte mich zurück. Oh. Kennt ihr das auch? Und dann, wenn man dann auch noch mal ins Licht guckt, dann geht es richtig ab. Das finde ich aber richtig cool. Mal ein etwas anderes Beauty-Produkt, oder? Also finde ich auch cooler, dass wir halt diese zwei Beauty-Sachen hier quasi drin haben, als die fünfte Gesichtscreme in Folge mehr oder weniger oder eine Handcreme oder so. Okay, Leute, was hier jetzt drin ist, bringt mich ein bisschen zum Schmunzeln, um ehrlich zu sein. Wir haben hier ein Produkt von Beauty Mates drin. Das ist eine Firma, mit denen habe ich mal zusammengearbeitet. Das ist der Anti-Pickel-Booster. Ist mit Vitamin B3 und Zink. Hat bei mir auch ehrlich gesagt recht gut geholfen, ne? Gegen Unreinheiten. Man muss hier nur ein bisschen aufpassen, weil das ist eine Kombination von Niacinamid und Vitamin C. Das verträgt nicht jeder so, aber Beauty Mates hat hier in dem Produkt wohl dafür gesorgt, dass das beide auch zusammen kombiniert werden kann. Und vor allem hast du hier auch noch Zink mit dabei, sodass dann auch wirklich so eine entzündungshemmende Geschichte mit dabei ist. Ne? Ich persönlich mag den. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Da habe ich jetzt hier was drin von Soyami. Ein Bio-Soja-Gewürz mediterran von Roland Trettel. Ach, interessant. Den kennt man doch, ne? Stay Spiced. Das ist dieses hier. Ich verwende ja super gerne auch die Gewürze von Just Spices. Da könnt ihr mit Just Cloudy halt auch immer ein Bratkartoffelgewürz gratis mit dazu bekommen. Und da haben wir auch super viele von unten stehen, weswegen wir da auch einfach festgefahren sind. Nicht wirklich. Also wir haben da einfach die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen. Haben da unsere Lieblinge und
lieben es einfach total. Deswegen ist sowas dann immer ein bisschen abgefahren, weil man dann noch nicht ganz so das kennt und so. Aber probieren wir mal. Auf jeden Fall, das kann man definitiv machen. Und ja, verstärkt und verbessert den Grundgeschmack. Okay, also machst du das quasi einfach so generell mit rein. Ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht ganz gut so in hier Tomatensoßen reinmachen kann. Spaghetti Bolognese oder sowas, ne? Ja, cool. Okay, weiter geht's. Wir haben auch ungefähr jedes Mal irgendwie so ein Riegel mit dabei, finde ich aber immer klasse, weil ich liebe sowas. Das ist von Neo Zero Added Sugar Caramel Nuts. Ja, das ist richtig cool. Esse ich gerne mal so zwischendurch, ne? Also ich habe einfach sehr viel Bewegung immer hier, dass ich halt wirklich den Tag über hier tatsächlich so viel unterwegs bin, mich so viel mit Julius bewege und so. Und ja, dann halt abends hier hochgehe und über Tag dann ab und an einfach mal so einen kleinen Energieschub brauche. Das finde ich ganz cool. Dann mache ich hier mal weiter mit diesem hier. Und da haben wir auch verschiedene Sorten drin. Also es gibt insgesamt 6 verschiedene Sorten und eine davon hat man mit drin. Von Völkel Biozisch Zero Mate zuckerfrei. Ja, ich finde Mate sehr, sehr bitter. Bislang sind wir noch nicht so ganz eskalative Freunde geworden. Ja, es hätte auch noch Zitrone, Nature Energy, Maracuja, Orange. So coole Sachen gegeben und ich habe Mate. Yay. Andere freuen sich da wahrscheinlich tierisch drüber, ne? Das sind 330 Milliliter und das ist eine Glasflasche. Also auch das wirklich wieder nachhaltig. Und ich glaube auch Völkel haben wir öfters mal hier in der Trend Raider Box drin. Aber ich bekomme hier noch ein bisschen Nachschub, was meine Riegel angeht. Oh, Made Good Chocolate Drizzled. Granola Bars. Oh, Leute, guckt euch das an. Das sieht doch mal richtig gut aus. Und da haben wir dann auch wirklich irgendwelche Gemüsesachen drin. Pilze, Tomaten, Radieschen, kann das sein? Contains Nutrients from Vegetable Extracts. Okay, nee, das ist quasi dass da quasi die Nährstoffe von drin sind. Wahrscheinlich sind das diese Puffeldinger da drauf. Gar keine Ahnung. Aber hier haben wir auf jeden Fall 5-mal diese Riegel mit drin enthalten. Das finde ich klasse. Da haben sie wirklich ein Claudi-Produkt reingepackt, ne? Da habe ich ja nicht nur meinen einen Riegel, sondern ich habe hier direkt 6. Yay. Okay, dann gehen wir zu Red Band. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Und zwar haben wir Weingummis hier. Ja. Ich wohne in der Nähe von Holland und habe dementsprechend auch, also ich bin auch wirklich mit diesen ganzen holländischen Süßigkeiten und Stroopwafeln und so aufgewachsen. Und bei uns auf dem Wochenmarkt haben wir auch wirklich diese großen Stände, wo man dann halt mit diesen Schippen dann diese Tüten befüllt bekommt und so. Oh, richtig geil. Da muss ich immer dran denken, wenn ich halt diese Red Band, bei Haribo habe ich das nicht, aber bei Red Band habe ich das. Real Fruit Candy, das sind Fruit and Berries, so schaut das aus. Die sind dann halt einfach ein bisschen fruchtiger vom Geschmack her und hier hinten stehen dann auch so ein paar holländische Sachen drauf. Ich liebe es einfach total und man hätte hier noch eine andere Alternative drin haben können und zwar Dropfruit Duos. Okay, ja, nee, hierüber bin ich sehr, sehr, sehr happy, muss ich gestehen. So, dann, ich weiß nicht, hatten wir das nicht letztes Mal auch so ähnlich schon mit drin? Von Just Taste, Bio-Kichererbsen-Soja-Tasty-Meal-Indian-Spices. Das ist nämlich etwas, was man halt entweder als Suppe zubereiten kann mit heißem Wasser oder du machst es halt als Pasta. Das heißt, da kommt dann halt wirklich nochmal ein bisschen Tomatensoße und so weiter mit dabei. Oder du machst es halt als Bowl, da musst du halt noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Also du kannst aus dem Grundprodukt halt 3 verschiedene Sachen machen, ne? Genau, ja, also wir haben das letzte einfach als so eine Suppe gegessen, weil es einfach war. Wie so eine 5-Minuten-Terrine quasi. Auch hier hätte man 3 verschiedene Sorten drin haben können. Ja, das kann ich jetzt aber gerade echt nicht lesen. Genau, also entweder ein gelbes, wie ich jetzt habe, ein orangenes oder ein rotes. Genau, finde ich gut, doch. Also, dass man das halt einfach mal so für mal eben schnell auch so mit dabei hat, ne? Das hier ist so dermaßen nachhaltig. Aber hatten wir das nicht letztes Mal auch drin? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Das kommt mir gerade so bekannt vor. Oder hatte ich das in einer anderen Box drin? Von Turtlenecks, Draw by Halmbrüder. Die sind so geil. Die habe ich nämlich auch schon in Anwendung. Das sind nämlich Strohhalme. Die sind aus Metall und die kannst du hier oben biegen. Und das finde ich super. Also, dass du quasi aus einem starren Strohhalm so einen Strohhalm machen kannst. Muss man das im Leben haben? Nein. Ist es großartig, dass es sowas gibt und dass es hier in der Box drin ist? Ja, weil das kostet normalerweise 14,90 Euro. Wenn du die Box für 29,95 Euro abonniert hast, hast du quasi die halbe Box
mit diesem Produkt schon wieder raus. Ne? Finde ich richtig, richtig geil. Und jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Nachschub. Ich finde es toll, weil ich solche Strohhalme auch immer hinstelle, wenn wir Besuch bekommen, wenn meine Mädels kommen, wenn Familie da ist, wenn auch andere Kinder da sind oder so. Und aus Strohhalm trinken finden die halt immer total super. Und so kann man denen halt auch die nachhaltige Variante von Strohhalm beibringen, was ich schön finde. Und dann habe ich hier das große Produkt, was eben oben auflag und ich schon zur Seite geräumt habe. Das haben nämlich nur die Leute drin, die ein 12-Monats-Abo abgeschlossen haben. Die kriegen die Box nämlich nicht nur günstiger, sondern die kriegen auch jeden Monat ein Goodie mit dabei. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Ich weiß jetzt nicht, was die andere Variante ist. Ich habe hier auf jeden Fall diese drin. Modern Witch Tarot Coloring Book. Okay, also da kannst du quasi die Tarotkarten oder diese Tarot-Geschichten, die hier drin sind, ausmalen und hast hier noch, was in deinem Leben bringt dir die meiste Freude. Achso, im Prinzip ist es auch ein bisschen, also es ist esoterisch angehaucht, ja, aber es hat halt auch noch so ein bisschen Nachdenklichkeitscharakter mit dabei und ein bisschen Kreativitätsmodus an und so. Und das finde ich schön. Also, ne, würde ich jetzt nicht YouTube beruflich machen, sage ich mal, und mich quasi immer schön selber anmalen, würde ich sowas auch definitiv machen. Ich habe damals auch diese Malnachtzahlen-Geschichten gemacht. Da gibt es ja auch was für Erwachsenen-Malnachtzahlen. Ich habe Malbücher gehabt und so weiter. Und das hat schon was Beruhigendes. Und deswegen finde ich es cool, dass wir das hier mit drin haben. Das passt einfach. Und ich weiß jetzt nicht, wobei man sowas ja auch draußen ganz gut machen kann, ne? Also ich hätte sowas dann wahrscheinlich eher gesehen Richtung Winter, wenn man sich dann eher drinnen aufhält. Dann ist sowas eigentlich mehr up-to-date, meiner Meinung nach. Aber gut, ja, das ist jetzt einmal hier die Box gewesen. Und ich persönlich finde, dass die Box wieder sehr schön gestaltet ist. Ein paar Schmunzelprodukte für mich persönlich mit dabei, aber auch sehr, sehr, sehr abgefahren, coole Produkte. Es ist nicht mehr ganz so foodlastig. Wir haben auch schöne Lifestyle-Produkte mit dabei. Für die, die kein 12-Monats-Abo haben, finde ich persönlich, ist es ein bisschen schade, weil dieses Buch halt tatsächlich auch nochmal so einen gewissen Vibe mitbringt und ein bisschen Charakter. Ne? Deswegen empfehle ich auch definitiv, das 12-Monats-Abo sich einfach mal anzuschauen, weil man da halt immer dieses Goodie mit dabei bekommt. Jo. Und das Ganze halt auch günstiger ist. Nun, auf jeden Fall ist es jetzt nun hier das gewesen mit der Box. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Box so fandet. Mein persönliches Highlight ist definitiv die Mundspülung. Abgefahren, ne? Ich finde es wirklich großartig. Ja, da können wir uns gerne mal austauschen in den Kommentaren. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ja. Ich habe mich wiederholt. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.